Hallöchen! Hi! Wir waren einkaufen, mega, mega viel. Ich glaube für 140 Euro oder so. Und ich habe gedacht, ich drehe mal wieder einen scheiß Food Haul. Fangen wir an mit dem Trinken. Einmal habe ich mir von Volvic dieses Volvic Touch Zitrone Limette Geschmack gekauft. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Und dann hatte ich mega Bock, wie ich es gesehen habe, auf schwarze Johannisbeere. Ich habe das als Kind mega gerne getrunken und deswegen habe ich es mir jetzt immer mitgenommen. Magst du sowas auch? Nee. War ja klar, frag ich überhaupt. Dann hatte mir vor ewiger Zeit mal eine Zuschauerin geschrieben, dass diese Zero Sugar Cola eigentlich ganz lecker schmecken soll. Deswegen habe ich da jetzt mal hier so eine 1,25 Liter Flasche von mitgenommen. Die hatten keine kleinere, sonst hätte ich auch eine kleinere mitgenommen. Und Palter ist der Meinung, die schmeckt eh nicht. Hast du es überhaupt schon mal probiert? Ja. Dann habe ich einmal von Vernell eigentlich gar kein Food, aber naja. Klar, kann man auch trinken. Ja, trink mal. Die drauf? Also außer Reichweite von Kindern aufbewahren, mehr steht da nicht. Ja, also ja, auf jeden Fall habe ich mir einmal hier meinen Lieblings-Vernell Weichspüler gekauft. Ich liebe den wirklich. Wenn ihr mal irgendwo seid, wo es den gibt, riecht da mal dran. Die Aromatherapie-Dinger sind wirklich richtig, richtig gut. Vor allen Dingen das hier. Und dann gibt es noch so eine andere dunklere Flasche. Die kaufe ich halt auch gerne mal. Dann haben wir jetzt... Wahrscheinlich haben wir noch 20.000. Nein, wir haben nur noch eine halbe Flasche. Dann haben wir zweimal Kebab gekauft. Für Giros Pommesauflauf. Jetzt. Genau, essen wir heute, ne? Essen wir heute, deswegen können wir es direkt draußen lassen. So. Und dann haben wir hier noch einmal von Tomi Mayo. Ich habe ja sonst immer die Mayo von Luwart genommen und die mag ich eigentlich ganz gerne, aber da ist so viel drin, dass ich manchmal, also so umso leerer die wird, umso mehr habe ich das Gefühl, dass die schlecht schmeckt irgendwie. Und dann habe ich mir jetzt die ganze Zeit lang immer von Tomi die Tube geholt. Da sind aber nur 200 Milliliter drin und die kostet irgendwie 30 Cent mehr als das Glas. Und deswegen habe ich gedacht, nehme ich jetzt das Glas und hole mir dann halt immer mit dem Löffel was daraus. Und dann haben wir uns einmal hier so, eigentlich fürs Auto, aber die haben wir jetzt mit hochgenommen, so eine Gefriertüte-Gedöns geholt. Machen wir weiter mit Toastbrötchen, kaufe ich immer bei Netto. Das hier ist irgendwie so ein Mischmasch-Holz zwischen Netto und Marktkauf. Aber Marktkauf hatte halt diese Meerkorn-Toastbrötchen nicht und die habe ich mir dann jetzt halt bei Netto gekauft. Die esse ich ganz gerne. Und dann haben wir zweimal Bacon gekauft. Das wollen wir einfach nächste Woche als Mittagessen essen. Rührei mit Bacon. Essen wir sehr gerne. Dann haben wir einmal Schokobrötchen, die besten Schokobrötchen, die es gibt. Aber ich glaube, Peter isst die nicht gerne, ne? Ist dir zu wenig Schokolade drin, nehme ich an. Ist mit der Herd irgendwie drin. Und Peter isst immer Kali, Kugelblitz, Kinder, Croissants mit 30% Nuss-Nougat-Creme-Füllung. 5 Croissants einzeln verpackt. Ja, das hier ist er immer. Die mag ich nicht so gerne, obwohl ich ganz ehrlich zugeben muss, ich habe gestern eins davon gegessen. Ich habe schon gewundert, warum ich. Dann voll die Süßigkeiten jetzt hier gerade, ne? Dann hat Palter sich einmal hier diese Milka... Ah, das Obst riecht nochmal, Alter. Ja, scheiße. Gleich nochmal runtergehen. Die Milka Kuhflecken-Schokolade hat Palter sich gekauft. Ich mag die nicht so gerne. Ich bin auch nicht so der einfach nur pure Vollmilchschokolade-Fan. Da muss immer irgendwas dran sein. Ja, so. Die hat Palter sich... Nee, das mag ich aber nicht so. Also einfach nur pure Schokolade ist nicht so meins. Dann haben wir, ich glaube, dreimal diese Leberwurst hier, Delikatess-Leberwurst. Die isst Palter immer auf seinem Arbeitsbrot. Schön dick und dann noch schön dick Bautzner-Senf drauf. Ich schwöre da drauf. Ja, er schwört da drauf. Dann haben wir es nur zweimal? Was denn? Oder ja, auch dreimal. Dann haben wir einmal hier von Puddies. Pirouette, Vanille und Schokoladenpudding mit Sahne. Ich mag sowas gar nicht. Also ich finde das mega ekelig. Ich mag das. Aber Palter. Wie günstig und schmeckt. Ja, kostet nur 29 Cent oder so, ne? Hm. Haben wir da irgendwann mal nach dem Preis geguckt und haben uns voll gewundert, dass es so günstig ist. Und dann haben wir einmal Eier, frische Eier aus Freilandhaltung. Hier so 10 Stück Eier eben, ne? Brauchen wir halt fürs Rührei. Dann haben wir 5x Beefy. Was soll man großartig zu Beefy sagen? Kennen wir alle, ne?
Dann haben wir einmal von Bärenmarke Alpenfrischer Kakao, 1,8% Fett im Milchanteil. Bärenmarke Kakao ist so lecker. Das hatten wir irgendwann mal in irgendeiner Box und wirklich Bärenmarke Kakao kann man richtig gut trinken, wenn er kalt ist. Und ja, ich habe mir jetzt mal so eine Packung hier mitgenommen. Man muss sich ja mal was gönnen, ne? Gönn dir, Bruder, gönn dir. Ja, genau. Dann habe ich mir von Volvic Juice Kirsche gekauft. Eigentlich hatte ich mir überlegt, ob ich mir die große Flasche hole. Aber da habe ich gedacht, nee, komm, probier jetzt erstmal die kleine Flasche. Vor allen Dingen mega viel Zucker. Ne? Hier sind auf 100 Milliliter 4,8 Gramm Zucker. Ja, nichts dran zu ändern. Ne? Dann haben wir zweimal McCain Pommes. Einmal brauchen wir gleich für Gyros Pommes Auflauf und einmal für Currywurst. Wir kaufen immer nur die McCain-Pommes. Palter schwört da drauf, der will keine anderen Pommes. Nein, wir haben auch schon andere Pommes gehabt, aber ja, die waren echt müllig. Ja, so. Die Marke halt einfach nicht. Und hier mussten wir aufpassen, wir haben letztens hat Palter aus Versehen die ja, falschen... Ja, wir sind ein Team, das merkt ihr. Die also. Falschen Pommes geholt. Eben durfte ich mir anhören, ja, du hast letztlich die falschen Pommes geholt. Nach meiner Erinnerung war das auch so. Ja, ja. Auf jeden Fall mussten wir da aufpassen und ja, da haben wir die richtigen mitgenommen. Was haben wir denn da letztlich falsch gekauft? Das war irgendwie Backofen-Pommes, ne? Fritteusen. Ja, Fritteusen-Pommes, genau. Und die sind halt nicht lecker geworden im Backofen. Die sind kürzer geworden. Ja. Die waren nicht so schlecht, fand ich. Geht. Und dann essen wir einen Tag Pizza und wir holen immer 3 Pizzen und dann teilen wir uns die. Meistens essen wir dann aber doch nur 2, ne? Jetzt hat Palter sich von Wagner eine Big Pizza geholt und zwar extra Cheese hier so. Ich bin nicht so der Big Pizza Fan. Ich weiß nicht, ich mag die halt nicht gerne. Dann habe ich mir von Dr. Oetker eine Pizza Fungi geholt. Habe ich noch nie gegessen. Habe ich gedacht, komm, probier's jetzt mal. Ich esse ja so eigentlich ganz gerne Pilze und Falter nicht. Und ja, das war jetzt halt meine Gelegenheit. Und dann haben wir noch, falls wir uns eine Pizza teilen wollen, eine Pizza Pepperoni Salami von Oetker geholt. Wir nehmen sonst immer die Pepperoni Salami Pizza von Wagner. Jetzt wollen wir die mal probieren. Und dann haben wir noch völlig unspektakulär Funny Frisch Ungarisch. Für mich. Dann haben wir hier nochmal 6er Eier, falls wir mal so irgendwie ne, Kaiserschmarrn oder so essen wollen. Dann hat Palter sich hier, ich glaube, 3-mal von Dr. Oetker Götterspeise geholt. Himbeergeschmack, er isst immer die Hälfte von der Götterspeise und kippt dann erst die Vanillesoße rein. Ja, übrigens hier Vanillesoße zu haben. Dann haben wir einmal Palters Arbeitsbrot und dann haben wir einmal normales Brot genommen, weil wir immer zu dem Rührei Brot mit Margarine essen. Und da will Palter halt immer normales Brot haben. Dann haben wir einmal geriebenen Käse, den brauchen wir auch für, für den Gyros Pommes Auflauf. Dann hat Palter sich einmal von Haribo diese Bärchenpärchen geholt. Wie süß, ein Romantiker. Nicht. Dann haben wir 2-mal... Das ist halt süß und sauer dabei. Echt? Ja, das ist so der Gag daran. Aha, okay. Dann habe ich mir Salami geholt, und zwar die mit dem Käserand. Esse ich ultra gerne auf Toastbrötchen. Und was ich noch viel lieber auf Toastbrötchen oder getoastetem Toast esse, ist Kalbsfleisch in der Speak. Das ist so lecker. Palter findet das mega ekelig. Ja. Aber dafür ist Palter Blutwurst und ich nicht. Die finde ich mega ekelig. Dann haben wir 2-mal hier Brutzler von Wiesenhof, extra würzig. Unsere Lieblingsbratwurst. Wir haben natürlich auch schon andere ausprobiert, ne? So ist es nicht. Aber wir haben. Letztens von Gutfried? Ne? Von was? Was von Gutfried? Keine Ahnung. Wir haben letztlich auf jeden Fall irgendwas probiert. Das war nicht so meins. Warum die? Ja, für mich waren die nicht. Du knallst da 500 Milliliter Soße. Ne, 400 Milliliter Soße drauf, ne? Deswegen ist das für dich egal so. Aber ich esse die pur. Und ich nehme auch nur die extra würzigen, weil die halt extra würzig schmecken. Die anderen sind mir irgendwie zu fad. Ja, also 2 Stück. Super Begründung. Ja. Ich habe über die extra würzigen. Dann haben wir einmal Paprika-Ecken. Mega, 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 mega lecker. Die hält meine Hände ja immer noch danach. Nach dem Duschen haben die am nächsten Morgen auf Arbeit dann noch nach Paprika-Ecken gerochen. Die sind auf jeden Fall mega lecker und die Tüte haben wir mitgenommen, um uns die zu teilen. Dann hätten wir einmal für Palter Karazza. Mag ich gar nicht, finde ich mega eklig. Ich weiß nicht, wie man das essen kann, aber naja, jeden das seine, ne? Geschmäcker sind verschieden. Dann haben wir hier
von Maggi. Erstaunlich, wir haben erstaunlich wenige Fixtüten hier in unserem Einkauf, ne? Haben wir von Maggi viermal diese Currywurst-Soße hier. Palter mag die ja sehr gerne. Ich glaube, lieber mittlerweile als die von Knorr. Ja, aber das ist immer so etappenweise. Irgendwann kann ich sie auch nicht mehr sehen. Wenn ich welche davon essen müsste, dann würde ich die von Knorr nehmen. Die hier schmeckt mega anders. Nicht mein Geschmack. Und ja, Palter knallt sich immer zwei so Tüten Soße auf seinen Teller, wenn wir das essen. Ne? Also, ich brauche das nicht. Dann hätten wir zweimal Sahne. Ja, einfach für den Gyros-Pommes-Auflauf. Hier ist die andere Sahne. Dann hat zwar auch nichts mit Food zu tun, aber Palter hat sich ein Spiel gekauft. 25 Euro. Doom. Ja, 100% Uncut ab 18. Keine Ahnung, mit Wendecover. Wer es braucht, bitte. Ich habe mir, wer es braucht, ne, eine Mascara geholt. Die benutze ich immer als allererstes. Mittlerweile, wenn ich mir die Wimpern tusche, den Augen-Make-up-Entferner brauche ich eigentlich gar nicht. Den werde ich irgendwie auf Seite tun und den irgendwann mal verlosen. Aber sonst benutze ich die sehr, sehr gerne. Dann habe ich sechsmal, Palter hat schon die Krise gekriegt, aber es ist eine Limited Edition, Duschgel gekauft. Hier mit Einhörnern drauf. Deswegen habe ich es auch sechsmal mitgenommen, weil Einhörner drauf sind und weil... Ich versuche sie mal alle in die Hand zu bekommen. So, die haben halt alle verschiedenfarbige Deckel. Und deswegen habe ich die mitgenommen. Sind natürlich nicht alle für mich. Ich werde davon auf jeden Fall welche verlosen. Und ja, auf jeden Fall hier Einhorn-Duschgel. Dann habe ich mir, eigentlich wollte ich so eine kleine Tüte mitnehmen. So 200 Gramm waren das, glaube ich, ne? Mit jede Menge kleinen verpackten Mr. Tom, aber ich habe mir gedacht, nee, komm, nimmst du ein so ein großes Ding und suchst dir dann halt noch irgendwas anderes aus. Dafür habe ich dann halt noch die Chips mitgenommen. Kann man mega gut essen. Ich liebe, liebe, liebe das. Magst du das auch, Mr. Tom? Nee, ich bin nicht so der Erdnussflug. Also ich esse das voll, voll gerne. Weil die Erdnüsse, die ich toleriere, sind wie ein Schnickers. Ja, auf jeden Fall esse ich das voll, voll gerne. Wenn ihr das auch kennt, schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, ob ihr das auch mögt. Dann haben wir hier noch zweimal Palters Götterspeise. Meine Zahnpasta, ich nehme immer die Sensodyne Pro Schmelz. Entweder die mit dem weißen oder die mit dem blauen Deckel. Die ist mega teuer, ich glaube, die kostet 3,99 €. Aber sie hilft mir halt, ne? Gegen diese Kälteempfindlichkeit. Und ja, ich benutze nur die Zahnpasta. Dann hat Palter sich einmal von Schwarzkopf 3 Wettertuff Power Haarspray in Stufe 5 mega stark geholt mit dem Kaschmir Touch. Also man kann. Darauf will ich auch nicht verzichten auf mein Kaschmir Touch. Man kann die Haare danach noch kämmen, wenn man das benutzt. Deswegen Kaschmir Touch. Dann hat er sich einmal sein Parfüm geholt. Hier Bruno Banani. Ich glaube, das kostet 12 Euro beim Marktkauf. Und ich meine, dass es bei DM nur 10 kostet. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall benutzt er das immer schon seit Jahren so, ne? Ich hab dir das doch irgendwann mal gekauft, oder? Nee, das hatte ich schon vorher. Hä? Hatte ich schon vorher. Nee. Nicht. Hat's überhaupt nicht vorher. Natürlich. Nee. Ja, stimmt, du hast entdeckt. Also, nee, natürlich habe ich das nicht entdeckt, aber du hattest das vorher nicht. Natürlich. Nein. Ja, stimmt, du weißt ja, was ich vorher hatte. Da muss er nicht. Also gucken. Ich weiß doch, wie ich dich kennengelernt habe. Ja, nach was hat denn gerochen? Nach billigem dritten Fett oder was? Nee, nach Dark Temptation. Nee. Doch. Deo. Ja, früher hast du immer nur das Dark Temptation genommen. Aber dein Parfüm ist auch größer, oder nicht? Das hier ist ja Mini für 10 Euro, für 12 Euro. Genau so. Werden wir ja gleich sehen. Ja. Guck ich nachher nach. Dann hat er sich einmal hier sein Wachs geholt. Das nimmt er nur von Schwarzkopf. Hier dieses 3 Wettertuff Ultra Wachs. Ich habe ihm mal Wachs von der Billig Netto Marke gekauft. Das war dem Herrn nicht gut genug. Und er steht. Das ist doch wie anders halt. Ja, er spielt da an seinem Handy rum. Natürlich. Auf jeden Fall hat er sich jetzt das hier geholt. Das hält aber auch 2-3 Jahre, ne? Ja. Ja, das ist sehr ergiebig. Dann habe ich mir einmal beim Türken, das ist jetzt hier eingepackt, habe ich mir Börek geholt. Wenn du 10 Stück holst, kriegst du 2 gratis. Und dann haben wir einmal 1,5% fettarme Haarmilch für alles Mögliche, ne? Also für, ja, falls ich mal Bock auf einen Kakao habe oder für Kaiserschmarrn, ja. Milch kann man immer im Haus haben. Und last but not least, Sommerfrische, Deli, Margarine,
Nehmen wie immer nur 28% Fett. Da steht drauf neu, verbesserte Rezeptur. Ja. Risiko, ne? Ja, Risiko. Dann haben wir noch ein Sixpack Trinken gekauft. Ich habe nur noch 3 Minuten, mein Akku blinkt schon. Dann haben wir noch ein Sixpack Trinken für mich geholt. So Zero-Limo-Zeug, so von der Netto-Marke. Was ist das? Star-Drink. Und Palter hat sich sein Trinken halt auch noch geholt. Und das war's, oder? Das war unser Einkauf jetzt für 5 Tage, glaube ich, ne? Also das Essen. Ja, Dusch das und so ist ja nicht nur für 5 Tage. Ja. Schreibt uns doch sehr gerne mal in die Kommentare, wie viel euer letzter Einkauf gekostet hat, wenn ihr euch daran doch erinnert. Dann würde ich sagen, das war das Alltagsleben mit Moni und dem schweigsamen Palter. Ich hoffe, wir sehen uns in einem unserer nächsten Videos wieder. Willst du tschüss sagen? Tschüss. Tschüss.